Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei RimWorld. Und ich glaube, wir fangen an, indem wir Scala wieder mutieren. Damit, wenn wir sie kopieren, das auch haben. Ja, oh. Noch ein Tentakel. Hört sich doch gut an. Und Tiere werden behandelt. Ja. Gut. Auch wenn sie einen leichten Blutverlust hat. Aber das wird sich mit der Zeit schon mal wieder regenerieren, nicht? Dann mal kurz. Ja. Weiter. Das hier wird langsam gebaut. Liegt da der Strom schon? Nein, aber er wird noch gemacht. Oh. Schon wieder da. Oh, Giftspeier. Wisst ihr was? Seht ihr, was ich sehe? Und zwar, dass da keine einzige Verteidigung dabei ist, sondern nur diese Türme. Das heißt, wenn wir hier pushen. Da pushen. Okay, und dann. Echt hier eine Wand aus Stahl? Was wird. William, du schaffst das doch bestimmt. Hier einen Rauchrucksack hinmachen. Ich weiß, Granaten wären, glaube ich, dafür schlauer. Granaten wären, glaube ich, schlau. Bewaffne dich mal mit dem Molotow. Das Molotow hast du. Was? Ruderbaum? Ah, so die Bäume kommen wieder. Ja, Vogel, Bäume kommen wieder. Ja! Baum! Wir wissen doch, dass du Bäume liebst. Geh hier hin. Renn! Renn! Toll. Werd angerufen. Warte mal kurz. So, da sind wir wieder. William, zieh dich mal zurück. Ach doch, die können doch brennen. Hatte gedacht, sie könnten nicht brennen. Ich glaube, wenn wir die hier ausschalten, können wir relativ gechillt von hier angreifen. Der scheint nicht wirklich zu brennen. Dann William, bewaffne dich mal wieder mit dem hier. Und wir müssen was anderes probieren. Hatten wir? Wir hatten Splittergranaten. Yep. So, mit dir. Weil wenn ich das richtig sehe, könnte man versuchen, hier rein zu rushen. In diesen Punkt. So, jetzt ganz schnell. So, und das jetzt kaputt schlagen, weil die haben ja alles Mindestreichweiten. Genau. So, jetzt kannst du die K.O. hauen. Und das regeneriert sich ja alles wieder, weil du Ghoul bist. Because you're Ghoul. You're Ghoul. You're really, really a Ghoul. Ich hätte. Auch wenn er das jetzt macht, dauert das anscheinend ewig. Weil ich das hier nicht mehr vorspulen kann. Ja, ich vermisse meine Mods, dass ich Kämpfe vorspulen kann. Naja, ja, Vögelchen. Müssen wir den halt so zuschauen. Dann, wenn sie kommt, kann sie später hier ein paar Granaten reinwerfen. Wahrscheinlich von hier hinstellen und dann so schräg kann. Was, dafür brauchen wir keine Granaten. Kann die auch einfach so. Das Beste, was wir hier so haben. Schweres MP.
Warte, du hattest. Ja, stimmt, du hattest eine biokodierte. Dann nimm dir deine biokodierte Waffe wieder. Damit war die ja gespawnt, ich erinnere mich. Kannst du? Kann was passieren, wenn du dich hier hinstehst? Oh. Kann ja auch einfach so K.O. haben. Und weil er ein Vielfraß ist, wollen wir den ja vielleicht auch nicht unbedingt als. Jetzt zählst du nicht mehr im Kampf. Wir können die hier einfach als Verteidigung nutzen. Verlieren wir halt zwei Bauteile davon. Dafür, dass wir hier ziemlich gute Verteidigung haben, automatische. Die uns zwar ein bisschen nervt, aber nur ein bisschen, ne? Wird sich das hier regenerieren? Kannst du überhaupt noch Schmerzen empfinden? Ich vermute nicht. Die Besuchergruppe. Wo? Oh, das ist Tribal. Was? Ifmike hat einen starken Fleischgesilbe entdeckt. Metallsplitter grau gefärbt ist. Der Streifen muss von jemandem abgefallen sein. Ah, das ist. Analysiert das mal. Analysiere. Die Probe trägt die Biosync nur Astra Go 0. Subjekt gemacht, benötigt aber weitere Proben. Dann werden deine chirurgischen Inspektionen die Biosync nur Astra Go 0 nicht erkennen. Wohlgebissen, Menschenhaut. Könnte das sie bekommen haben? Nach dem. Oder der will. Sissy, du bist. Es ist hier in dem Saal passiert. Also würde ich ja mal, wenn die kleine chirurgische Inspektion gönnen. Rennen. Okay, egal. Gib dir mal eine Operation. Wer hat denn alles Werte? William und Wiffmaker. Will jemand. Okay. Eine Anomalie gefunden. Ich würde gerne mal Wiffmaker untersuchen. Und mach die Operation. Hat auch nichts gefunden. Dann dir noch? Wo? Sonst könnte das ja fast nur von den Besuchern kommen. Warum taucht das auf einmal auf? Macht ja keinen Sinn. Okay, William. Du bekommst auch eine chirurgische Inspiration. Nein. Bist chirurgisch untersucht. Bist du noch am Bluten? Nein, gut. William interagiert auch sehr viel mit dem Ding. Sonst
könnte es sein, dass es sie ist. Aber sie hat doch einen Arzt. Arzt könnte hier auch vorbeigehen und es abwerfen. Das ist eine Möglichkeit. William, leg dich mal hin. Mach du mal die Operation. Und sonst schauen wir gleich mal in sie rein. Was machst du? Hey? Warum gehst du jetzt was essen? Oder fütterst du ihm was? Okay. Sonst nichts gefunden. Ja, du hast hier Fleischtentakel. Es würde mich ja fast nicht wundern, wenn du plötzlich auch irgendwas infiziert wärst. Keine Anomalie gefunden. Wieso? Ja, schlagt euch halt gegenseitig K.O. Oh. Tötet es ihn einfach. Goddammit. Ich dachte, das wäre vorbei, nachdem sie einmal hätte. Ich fange ein, I guess. Hast du die wirklich getötet? Sissi, du bist... Rechter Ringfinger auch noch relativ neu. Du kannst nicht so vertraut werden. Ja, operiere mal da. Einfach mal in alle reinschauen. Nichts gefunden. Dann fehlt ja nur noch Barry und sie, nicht? Hör ich aus, bis du geheilt bist. Und dann mach du mal... Ah, ne. Kannst du die Operation machen? Ah ja, komm. Nur weil sie ein bisschen betäubt ist, heißt das nicht, dass sie keine Operation machen sollte. Heißt es wahrscheinlich schon. Aber trotzdem. Barry wird schon nicht sterben. Nee, Barry stirbt. Ich glaube, den linken Zeh hattest du vorher. Ja, Barry auch nicht. Was ist das denn? Ich glaube, die hatte schon viele Sachen, gell? Hattest du, dass wir dich haben wollten? Tiere, Medizin, Fernkampf. Ja, du bist blutrünstig. Ja, hast auch nicht wirklich was in Nahkampf. Was? Du verweigerst Kunst? Okay, du hattest Medizin. Ja. Ich glaube, wir machen das so. Dann werden die mal los. Dann sind wir alle Leute, die im Gefängnis waren, los. Und dann kann es noch einer von uns ein Kolonisten sein. Ha. Dann wieder laufen. Kann es durch ein Ritual entstanden sein? Wenn sie... wo kommt das her?
Wir haben doch jetzt in jeden mal reingeschaut. Barry, es ist du, nicht. Wenn es ein von der Schakala ist, dann ist das neu. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommen könnte. Mir würde fast sagen von der Besuchergruppe, aber die sind ja wieder gegangen. Das macht ja keinen Sinn. Vor allem, dass es hier drin ist. Es war doch in ihr. Was? Metallschrecken. War der nicht beim letzten Mal kleiner? Rakada rennen. Nein, nicht auf Riffmaker. Sissi, hier siehst du den nicht. Mach den kaputt. Mir fehlt noch Barry. Nee. Der hält halt was aus. Eigentlich ist der gegen Schüsse relativ immun. Warte, behandle dich mal ohne Medizin. Leute, mach den kaputt. Nahkampf. Oh, Riffmaker rennt weg. Ich behandle ohne Medizin. Schnell, 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 schnell. Okay, dann hatte die wohl einfach ein Metallding in sich. Aber hey, neuer Splitter. Ich wollte schauen, ob Mythmaker am Verbluten noch ist. Nein. Stopp mal die Blutung. Ich möchte, dass du die rettest. Rette? Rette. Barry, bist du am Bluten? Du bist am Bluten, Barry. When will you learn that your actions have consequences, Barry? Das ist aber auch so die einzige Sache, die du davon weggetragen hast. William, reinige mal die Krankenstation. So, und ich muss euch, glaube ich, Bettruhe mal... Doch, das geht. Okay, ich muss nur Shift draufdrücken. Ja. Alle gleichzeitig geht. Man muss nur Shift drauf tun. Da ruht euch mal aus, bis ihr geheilt seid. Und wir bekommen eine Beruhigung hinten dran. Das ist auch nett. Dann haben wir hier noch die schönen Verteidigungstürme, die nicht so viel bringen, weil sie hier hinter einer Mauer sitzen. Aber sollte hier was kommen, wird es bestimmt dagegen laufen. Als erstes, um ihre, dadurch ihre Reihen etwas verkleinern. Sie etwas weniger machen. Die hatte ich doch aus hier raus, oder? Aus dem Ritual. Kommt die einfach mit so einem Ding in ihrem Magen da raus? Wirklich? Ja. Behandeln. Eine Infektionsleicht, ja. Komm. Kopf können wir auch schlecht entnehmen, um eine Wundinfektion zu bekämpfen. Linkes Auge, linkes Ohr, Zunge. Ich glaube, das ist neu. Oder wenn, dann habe ich es hinter der Maske bisher noch nicht gesehen. Stark verschmutzt, ja. Wir brauchen noch etwas gegen die starke Verschmutzung, das stimmt. Ja, stimmt. 12 Tage, 8 Tage. Oh. Ist das jetzt auch noch? Ach! Oh! Niesen. Ich glaube, die Bauteile wollten mal gemacht werden, um das zu reparieren. Ich repariere mal diese Sicherheitstür. Da mach die
Teile wieder dran. Das Bauteil austauschen, das kaputte. Menschenschrecken. Diese schrecklichen Metallparasiten leben im Körper der Opfer und übernehmen die Kontrolle über die höheren kognitiven Funktionen. Ich glaube, die eine, die wir aufgenommen hatten, hatte das doch auch. Hätte den gerne gefangen. Hier oben reingemacht. Das ist nicht nach oben gegangen. Okay. Was? Ist doch schon. Was passiert? Skala, was hattest du denn vor? Lass dir doch da einfach. Muss denen so wie wieder eine Zone geben, nicht? Zuweisungen. Wo waren nochmal Zonen? Arbeit? Gebiete verwalten, genau. Erlaubt nur Heimat. So. Jetzt gehen sie schon mal fürs Erste nicht da raus. Ich soll das Heimatgebiet hier drauf erweitern. So, dann können sie das hier alles reparieren. Hierhin. Hierhin. Okay, und dann müsste ich noch eine andere Zone einsetzen. Ja. Aber lassen wir sie erstmal in der Heimat. Habt ihr ja schon sehr viel zu tun. Hast du noch irgendwas verloren dadurch, durch die Schüsse gerade? Blutverlust. Aber sonst nichts. Gut. Dann wird auch erstmal jetzt das hier drin priorisiert wegtragen und nicht das Zeug hier draußen. Hier wird repariert. Ja, aber ich möchte lieber, dass ihr das hier fertigstellt. Das heißt. Ja, du hast Handwerk schon auf 1. Du müsstest du aber auch mal handwerken, hä? Hier werde ich. Kleines bisschen Handwerk. Nein? Schlafen? Schlafen ist viel angenehmer, verstehe ich schon. Oh, 83. Aber warte, hast du nicht noch die Wundheilinfektion? Ah. Gleich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Gut. Wie sieht es mit dir aus? Wird. Was wird? Warum? Krank. Ja, deine Krankheit hat doch schon aufgehört, soweit ich weiß. Leckere Mahlzeit. Guck mal, hier dein neuer schöner Raum. Rückenschmerzen wegen Alter. Verschlechterung der Wirbelsäure und angrenzender Muskulatur. Jep, wegen Alter. Und aufreibend. Dann benutzen wir dich wieder als Organspieler. Spender. Aber wir hatten jetzt schon mehrmals Leber. Haben wir noch ein Herz. Ein Herz. Das deinen Namen trägt. Bitte macht das Feuer aus. Dann bitte ich euch heute Nacht. Gut, danke. Ich sehe, hier liegt noch. Oh. Das hat nur noch 20%. Liegt das daran, dass es gerade ein bisschen Feuer abbekommen hat? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Heimlich liegt es daran. Oh, Benel. Wie scheitert. Wir wollen nur deine Organe haben. Jetzt schneid die doch schnell da raus. Meine Güte.
Nehmen wir halt seine linke Niere. Hat ja zwei. So. Wir werden erstmal hier nicht herausgehen. Wir werden uns, sobald wir hier einen guten Nahkampftypen bekommen, daraus einen Ghoul machen. Warum scheitert das? Ja. Er hat einen Fehler gemacht, Sakala. Du bist doch eine sehr gute Medizin, ja. Sehr gute Medizin. Auch wenn... Oh, bei dir fällt der Intellekt langsam. Weil du ihn nicht benutzt. Du musst halt dein Köpfchen auch benutzen. Medizin fällt nicht. Weil wir das die ganze Zeit brauchen. Abduktisieren. Bau noch ein bisschen Reintagen. Bau noch ein bisschen Lymphmaker. Immer noch. Jetzt. Jetzt legt sie sich wieder dahin. Okay. Sisi, was machst du? Ah. Hallo, Lin. Du hast nichts Besonderes, Lin. Lindenberg. Sisi, helf. Ah. Stimmt. Die Verteidigung steht ja hier noch. Hätte die Tür jetzt reinbringen sollen. Okay, dann pusht hier hin. Sisi, du auch. Sisi. Oh, he's down. The turret's made it. Nice. Versetze ich die Tür jetzt doch mal nach drin und zur Not kann ich sie wieder nach draußen versetzen. So. Eindämmungsort wählen. Hier, bitteschön. Hä? Nicht genug, nicht. Wieso ist der Eindämmungsort nicht gut? Wegen dem hier? Okay. Was machst du? Nein, du machst jetzt hier mir ein paar Sandsteinblöcke. Oh, einen. Du machst mir jetzt hier einen Sandsteinblock. So, wir haben das hier rein. Nein. Du machst mir diese Wand. Du machst mir hier Sandsteinblöcke. Los. Ich will die Wände da haben. Mach mir diese Wand. Und wir haben Eindämmungsstärke. Ja. So, dann machen wir das hier hin. Und der Rest ist Geschichte. Fehlt uns noch den Sandstein, also da oben. Ja. Da fehlt uns noch Sandstein. Ich könnte das hier versetzen. Was? Wieso konnte ich den dann da hinsetzen? Ist das mir eingedämmt? Nee. Okay, das funktioniert also so nicht. Good to know. Dann ist so doch die einzige Möglichkeit. Wenn ich noch so einen Inhibitor an die dran haben will. Jedenfalls mit dem Layout. Andere Layout müsste ich halt hier noch eins reinkraben. Hier und hier. Okay, warte, der bleibt. Wieso Skala? Wieso? Schlechte Laune. Ja, nee, dann lasse ich das hier. Ich baue das jetzt hier nicht um und ab. Schade. Das heißt, es braucht wirklich einen Abstand.
Entspann dich doch. Dann ist was. Dann ist was doch, Mädel. Hey, ich halte dich doch gar nicht davon ab. Gut. Jetzt. Ich wollte das halt alles in einem sammeln. Aber das geht nicht. Jetzt nehmen wir das mal hier hin. Ich glaube, wir hatten das mal schon probiert mit allen in der Mitte und das ging nicht. Kann ich die versetzen? Ja, kann ich. Gut. Die Organe werden auch nicht weggetragen. Die liegen hier auch schon ein bisschen. Auch ein Riftmaker. Wer trägt die denn? Die ruht sich immer noch aus. Ja, okay, die hat auch noch einiges, um sich auszuruhen. Das geheilt werden muss. Ah, ein Rechtsklick macht es dann weniger hoch. Got it. Oh, weil du kannst wieder arbeiten. Ganz ehrlich. Good to know. Wieder was gelernt. Kannst du, sobald du aufstehst, alle mal versetzen? Danke. Ja, wir brauchen mehr Skalas. Oder jemanden, der halt Handwerk kann. Konnte von euch irgendwer Handwerk? Was eine leichte Passion dafür. Wir brauchen dich aber für Bergbau. Du nicht. Du nicht. Und du auch nicht. Schade. Dann müssen wir darauf hoffen, hier weiter Leute rauszubekommen. Oder mit einem dieser Klaudinger. Das wäre gerade, glaube ich. Ah ne, doch, haben wir erforscht. Ja, damit irgendwo Handwerk zu stehlen. Wenn wir hier jemanden rauskommen, der aber absolut loyal ist oder so. Oder bevor wir ihre Organe entnehmen, können wir das klauen. Wenn ich noch einen Ritualplatz baue. Hier, kann. Nee, okay. Man kann es nicht dadurch cheesen. Indem man einfach mehrere Ritualplätze baut. Und du wirst hier rein transferiert. Gala ist was. Wir warten wirklich nur darauf, dass ich endlich duplizieren kann. Hallo. Konstruktion, hohe Medizin. Oh, habgierig und Missandali. Mentaltaub ist uns relativ egal. Wir brauchen gerade nicht jemanden mit Konstruktion, wir brauchen eher jemanden, der bauen kann. Was macht es denn? Ich meine, wir haben halt hier einige Männer. 3 Stück. Ich weiß nicht, wie das auf ihr Bedürfnis sich machen wird. Was hast du denn als höchstes? Konstruktion. Hast du eine Konstruktion? Weniger. Ach komm. Nehmen wir sie bei uns auf. Mal schauen, wie sie sich eingliedert. Zur Not wird sie halt auch zur Organspenderin. Oder sie hilft dabei, Skala zu buffen. Wenn Skala mehr Konstruktion hat als sie. Ja.
Einfach weil sie es von Anfang an macht bei uns. Gast. Ja. Sie ist dann wohl nur ein Gast. Und wird aufstehen und gehen, weil wir Männer in unserer Kolonie haben. Könnte ich mir ja fast vorstellen. Ich hoffe, das macht... Das hatte ich ja für das andere Ding gebaut. Ich hoffe, das macht nicht, dass die Tür hier ist. Ich kann sie nicht versetzen. Will das jemand löschen? Barry macht das. Gut. Jetzt haben wir hier so viel angebaut, aber es wird nicht weggetragen. Ja, es stört mich. Auch wenn unser Essen gerade noch relativ voll ist. Aber auch nur, weil ich der das aufgetragen habe. Oh, Wiffmaker kann nicht mehr sprechen. Die Arme. Oh, du schließt dich uns an. Hey! Viele imposanten Schlafraum. Eigentlich kommt ja eher. Was hast du denn? Erstmal Zeitplan reinkopieren. Arbeit. So, das als erstes. Du hast Bauen. Dann Bau mal und dann Transport, I guess. Das war das doch auch. Hattest du nicht so? Intellekt hast du ein bisschen was. Gut, dann als zweites Arzt. Und wir werden anfangen, dich zu bekehren, sobald wir das hier machen. Na, dann machen wir ja bei dir Baum 2 rein. Und dann solltest du dich darauf... Solltest du eigentlich nur noch ihr Blöcke machen. Ja, macht sie gut. Ja, das sehen wir gerne. Blöcke-Produktion, die hier dann hingebracht wird. That's what we like to see around here. Vor allem, wenn wir dann bald endlich mal wieder Marmor bekommen und das hier finishen. Da können wir in dem Ideologie-Tab... Wie viele waren es? 6 Stück? Erbrechen. Was? Kommt ihr in die Kolonie und fangt an, meine Leute anzugreifen? Nicht nett. Das ist mein Bohrer. So, jetzt wird sie inhaftiert und in unsere Religion reingebracht. Das geht ja nicht, dass sie uns angreift. Und was auch nicht geht, ist, dass die heutige Folge jetzt weitergeht. Denn ich beende sie hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, lasst ein nettes Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.